Moin zu Hamburg der Tag. Heute ist Freitag, der 21. Juni und wir kommen direkt zu unserem ersten Thema. Genau vor einer Woche stand ich hier zusammen mit meinem Kollegen Benjamin Kümmel. Wir hatten beide Deutschland-Trikots an. Da stand das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft noch bevor. Das konnten sie ja erfolgreich bestreiten, haben sich mit 5:1 gegen Schottland durchgesetzt. Die Europameisterschaft läuft jetzt schon seit einer Woche, seitdem ist viel passiert. Und hier kommt mein Überblick, was so los war hier in Hamburg. Seit 7 Tagen, also rund 168 Stunden, läuft sie, die Heim-Europameisterschaft. 19 von 51 Spielen sind bereits absolviert. 2 davon hat die deutsche Nationalmannschaft bestritten. Mit ihrem Spiel gegen Schottland ging am Freitag vor einer Woche alles los. Wir wollen die erste Woche der Heim-EM einmal Revue passieren lassen und schauen, was so los war in Hamburg. Am Freitagabend um Punkt 17 Uhr öffnete das Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld die Tore. Und viele Hamburger kamen. Besonders in der Fanzone war in den Stunden vor dem Anpfiff reger Betrieb. Beim Auftritt der Band Madsen wurde lauthals mitgesungen. Der große EM-Ball war ein beliebtes Fotomotiv und an den vielen Verpflegungsständen konnten die primär europäische Küche getestet werden. Auch der Fußballplatz war bei Jung und Alt beliebt. Bei einer Fahrt mit dem Riesenrad hatte man besten Ausblick und sah, dass immer mehr Fußballfans kamen, je näher der Anpfiff rückte. Und dann ging es endlich los. Mehrere 10.000 Menschen sahen gemeinsam das torreiche Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft und jubelten über den gelungenen Start in die Heim-Europameisterschaft. Am Samstag startete dann für 6 andere Mannschaften die Euro 2024. Doch die 3 Spiele konnten nicht in der Fanzone auf dem Heiligen Geistfeld geschaut werden, denn wegen des Sturms blieb diese sicherheitshalber geschlossen. Am Sonntag war dann sowohl die Fanzone wie auch der Public Viewing-Bereich wieder geöffnet. Trotz des schlechten Wetters kamen viele Niederländer auf dem Heiligen Geistfeld zusammen und schauten gemeinsam das erste Spiel ihrer Nationalmannschaft. Orange, soweit das Auge reicht. So auch im Volksparkstadion. Das Spiel zwischen Polen und der Niederlande war das erste, welches in Hamburg stattfand. Und es war sehr unterhaltsam. Letztendlich entschieden die Niederländer die Partie mit 2:1 für sich. Am Mittwoch stand dann bereits das zweite Spiel im Volksparkstadion an. Kroatien traf auf Albanien. Viele Fans beider Teams machten sich auf den Weg ins Stadion, wo sie ihre Mannschaften zum Sieg verhelfen wollten. Beide Länder hatten ihre Spiele am ersten Spieltag verloren und mussten liefern. Die rund 44.000 Besucher sahen ein unterhaltsames Spiel, in dem die Albaner die erste Hälfte dominierten. Doch Kroatien kam zurück und drehte in der zweiten Halbzeit das Spiel. In der Nachspielzeit trafen die Albaner erneut und so gab es im zweiten EM-Spiel im Volksparkstadion ein 2:2 und keinen Sieger. Rund eine Stunde nach dem Abpfiff dieses Spiels war die deutsche Nationalmannschaft wieder gefordert. Wie in ihrem ersten Gruppenspiel kamen auch dieses Mal wieder zahlreiche Deutschlandfans zum Heiligen Geistfeld, um gemeinsam das Spiel zu schauen. Bei bestem Wetter sahen die mehreren 10.000 Fans ein gutes Spiel der Deutschen gegen Ungarn und jubelten nach etwas mehr als 90 Minuten über den verdienten 2:0-Erfolg. Der Einzug ins Achtelfinale ist damit bereits unter Dach und Fach. In den vergangenen 7 Tagen ist also viel fußballerisch in der Hansestadt passiert. Die Euphorie über die Heim-EM wächst und die Freude auf die nächsten Spiele im Volksparkstadion und der deutschen Nationalmannschaft sind groß. Eine Woche Heim-EM liegt bereits hinter uns, aber 3 weitere kommen noch. Ja, wir haben es gehört, bereits am vergangenen Samstag war die Fanzone auf dem Heiligen Geistfeld geschlossen wegen Sturm. Auch für heute, für Freitag, gibt es eine Sturmwarnung hier in Hamburg. Doch die Fanzone ist noch geöffnet. Sollte es noch schwerere Stürmböen geben bis zur Windstärke 8 oder stärkeres Gewitter, dann kann sein, dass die Fanzone noch geschlossen wird. Aber dann ist es vielleicht auch sicherer, die Spiele heute Abend zu Hause zu schauen. Und wir kommen zum nächsten Thema und zu weiteren Meldungen aus der Stadt. Die gibt es jetzt im Nachrichtenüberblick. Die Polizei Hamburg warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen am Wochenende. Wegen planmäßiger Reparatur- und Wartungsarbeiten wird die Kolbahnbrücke im Zeitraum von Freitag, 21. Juni, 22 Uhr bis Montag, 24. Juni, 5 Uhr vollständig gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Weiterhin findet am Samstag um 15 Uhr das Fußballspiel zwischen Georgien und Tschechien im Hamburger Volksparkstadion statt. Im Umfeld des Stadions wird es unter anderem aufgrund eines geplanten Fanvolks der georgischen Anhängerinnen und Anhänger zeitweise zu Straßensperrungen kommen, so die Polizei. Es wird empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen.
Neuer Eröffnungstermin für das Westfield-Quartier in der Hafen City. Am 17. Oktober soll das neue XXL-Einkaufsviertel feierlich eröffnet werden, berichtet das Hamburger Abendblatt. Die große Eröffnung am 25. April wurde aufgrund von angeblichen Grundwasserschäden kurzfristig abgesagt. Danach wurde Ende August als Eröffnungsdatum angekündigt, aber auch dieser Termin wurde verschoben. Der Wasserschaden ist aber inzwischen behoben, sodass am 17. Oktober die Hamburger das Einkaufsviertel erkunden können. Hamburger Tiertafel gerettet. SPD und Grüne stellen gemeinsam mit der Tiertafel und dem Bezirk Wandsbek bis zu 50.000 Euro pro Jahr für die Miete über einen Zeitraum von 3 Jahren bereit. Durch den auslaufenden Mietvertrag am aktuellen Standort in Bramfeld hatte der Verein große Schwierigkeiten, neue, passende, aber auch bezahlbare Räumlichkeiten zu finden. Seit 20 Jahren hilft die Tiertafel Hamburg Menschen, die finanziell in Not geraten sind, bei der Grundversorgung ihrer Haustiere. Und damit kommen wir noch zum Sport. Wir haben ja eben schon über die EM gesprochen und wollen jetzt noch mal einen genaueren Blick darauf werfen. Gestern Abend fanden ja auch Spiele statt. Zuerst hat ja Dänemark gegen England gespielt und dann Spanien gegen Italien. Die beiden Spiele waren auch Thema heute im Frühcafé und unser EM-Experte Freddy Zaniolo hat den Ausgang der Partien analysiert und wir schauen da mal rein. Vorher vielleicht noch mal kurz der Rückblick auf den gestrigen Spieltag, Dänemark gegen England. Ich persönlich war ja in unserer Tippgruppe der Einzige, der auf Dänemark gesetzt hat. 2-1 habe ich getippt. Wie beurteilst du das Spiel? Also aus Sicht von Dänemark ist es ein Gewinn sozusagen, dass sie 1-1 gegen England gespielt haben. Und aus Sicht von England ist es definitiv eine Enttäuschung. Ich habe mir das ja gestern angesehen. England hat dann das 1-0 gemacht durch Kane. Sie haben vor dem Tor wirklich total unsicher gewirkt. Das wirkte überhaupt nicht stabil. Und dann nach dem Tor sind die dann total in die Defensive gegangen, haben nur noch defensiv gespielt. Dann hat Dänemark ein sehr, sehr schönes Tor gemacht. Das fand ich super, das Tor. Das war ein sehr, sehr starkes Tor. Und dann auch nach der Halbzeit, es hat England zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder stark gespielt. Und dann ging wieder gar nichts bei England, dann haben sie erneut schwach gespielt. Und Dänemark war sogar kurz vor Schluss immer noch ganz dicht am Siegtor dran. Also es ist insgesamt aus englischer Sicht eine riesen Enttäuschung. Und ich finde auch nicht, dass du als Titelfavorit, vor allem wenn du dir die Offensive anguckst, du hast Foden, 150 Millionen Marktwert, Saka, 140 Millionen, Kane, 100 Millionen, Bellingham, 180 Millionen. Ich finde halt einfach, wenn du so einen Kader hast, ist es eigentlich ein Muss, dass du Dänemark besiegen musst in so einem Spiel. Und auch insgesamt darfst du nicht so spielen, wenn du so eine Mannschaft hast. Es ist doch auch so, wenn wir nur noch mal die Marktwerte betrachten, auch der gesamten Teams, England ist das wertvollste, teuerste Team, oder, der EM? Definitiv. England hat ja laut Transfermarkt.de einen Gesamtmarktwert von 1,5 Milliarden Euro. Wow. Ja. Und Deutschland, die auch ein sehr, sehr starkes Team haben, hat einen Marktwert von 831 Millionen. Also England hat fast den doppelten Kaderwert. Ja. Und da finde ich es halt einfach wirklich eine Riesenblamage, wenn du mit so einem Kader so spielst. Ja, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Dänemark noch den Siegtreffer erzielt, damit mein Tipp aufgeht. Hat leider nicht geklappt, 1-1 unterm Strich. Spanien gegen Italien, das Spiel gestern Abend um 21 Uhr. Spanien hat gewonnen, 1-0. Insofern vielleicht die Pflichtaufgabe erfüllt, weil Spanien für dich eher Favorit ist als Italien. Aber unterm Strich keine so torreiche Partie. Das stimmt, aber insgesamt muss man schon davon reden, dass Italien sehr, sehr viel Glück gehabt hat, dass sie nur 1-0 verloren haben. Donnarumma hat ja einen überragenden Job gemacht, hat sehr, sehr stark gehalten. Aber Italien hatte gestern nicht den Hauch einer Chance. Das war wirklich ein Klassenunterschied. Spanien hat total dominiert. Und vor allem, auch wenn man das mal auf den Flügeln gespielt, auch auf den Flügeln gesehen hat, vor allem zum Beispiel bei Spanien auf dem linken Flügel, Nico Williams hat Italiens Rechtsverteidiger Giovanni Di Lorenzo halt wirklich Knoten in die Beine gespielt. Und so ähnlich ist dann auch das 1-0 entstanden. Also Spanien hat wirklich komplett dominiert und auch überragend gespielt, vor allem auch über die Flügel mit Nico Williams und Lamine Jamal halt wirklich gezeigt, was in ihnen steckt. Ja, aber was ich toll finde, also ich glaube, bei den meisten Leuten ist jetzt diese EM-Stimmung auch wirklich angekommen, der Funke übergesprungen. Ich war gestern Abend auf einem Event, da wurde am Rande Fußball gezeigt, auf einer so mittelgroßen Leinwand und die Leute waren doch sehr interessiert dabei. Also auch wenn Deutschland nicht gespielt hat, vermeintlich jetzt kleinere Partien wie Dänemark, England, später dann Spanien, Italien. Also das war schon so, dass das Interesse geweckt war. Mir ist auch zum Beispiel auch was nach dem Deutschlandspiel aufgefallen. Ich habe, glaube ich, seit Jahren, ich glaube, seit Ewigkeit mal wieder
hupende Autos gehört und Autokorsos gesehen. Zum Beispiel bei der WM in Katar habe ich das nicht ein einziges Mal mitbekommen, war ja auch weniger erfolgreich. Auch die WM wenig verfolgt, ehrlich gesagt. Bei der EM21 habe ich es auch nicht mitbekommen. Stimmt. Und auch bei der WM18, wo ja das war ja das erste schwache Turnier, wo man dann in der Vorrunde ausgeschieden ist, habe ich, ich glaube wahrscheinlich die letzten Autokorsos habe ich dann bei der EM 2016 gehört. Wir haben es also gehört, die EM-Stimmung steigt weiter an. Und auch am Wochenende finden natürlich wieder EM-Spiele statt. Unter anderem wieder ein Spiel bei uns im Volksparkstadion, das dritte EM-Spiel. Georgien gegen Tschechien am Samstag um 15 Uhr. Und dann am Sonntag ist wieder die deutsche Nationalmannschaft gefordert in ihrem dritten Gruppenspiel, dann gegen die Schweiz. Um 21 Uhr geht es da los und da wollen sie dann den Gruppensieg gegen die Schweiz klar machen. Und uns bleibt damit noch der Blick auf das Wetter. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, es ist recht stürmisch hier in der Hansestadt. Das bedeutet ja eigentlich immer, dass es einen Wetterwechsel gibt. Doch wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Frank Böttcher, bitte. Es wird noch mal deutlich wärmer in den kommenden Tagen. Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Zunächst beschert uns Tief Xandria noch ziemlich viele Schauer und Gewitter und etwas kühlere Luftmassen morgen. Danach allerdings dreht der Wind auf Südwest. Es kommen erst mildere Luftmassen und dann in der kommenden Woche sogar heiße Luftmassen aus Südwesteuropa zu uns hereingeströmt. Also die Raumaufteilung beim Wetter, sie ändert sich jetzt und das bedeutet, das Wetter wird deutlich sommerlicher in der kommenden Woche. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit Schauern und Gewittern zu tun. Morgen früh ist es erst einmal bedeckt. Es regnet auch noch ein kleines bisschen. Frühwerte bei 16 Grad und dann kommt ein bisschen freundlicheres Wetter hereingezogen. Ein paar Wolkenlücken im Tagesverlauf, 4 Stunden Sonnenschein, 20 Grad als Tageshöchsttemperatur. Nachmittags vereinzelt nochmal Regenschauer. Zum Abend hin wird es dann nochmal sonnig und trocken, kurz vor Sonnenuntergang um 21 Uhr und 53 Minuten. 17 Grad sind es da am Abend. Eine Vollmondnacht steht uns dann bevor. Die Tagestemperaturen am Sonntag bei 21 Grad. Es wird schon ein bisschen wärmer, erst bewölkt. Später ist es dann freundlich und trocken. Der Montag ist sonnig und trocken mit nur ein paar lockeren Wolkenfeldern. Das Ganze bei 23 Grad und dann ist das Frühlingswetter quasi gleich durchquert. Hinein in den Sommer 26 Grad am Dienstag, 28 bis 29 Grad am Mittwoch und dazu viel, viel Sonnenschein. Ein paar lockere Quellwolken ziehen über uns hinweg. Es bleibt trocken. Dann haben wir erstmal das, was wir schon seit längerer Zeit nicht mehr hatten. Hochsommer in Hamburg. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Das sind doch ganz gute Aussichten, auch fürs Public Viewing dann am Sonntagabend. Das war's von Hamburg der Tag für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Fußballschauen.